willkommen in der Friendly Society. Wir haben hier verschiedene Designerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Da gibt es zum Beispiel Pep Art, die macht so ein bestimmtes, die hat auch einen Designpreis, also auch ein Patent dafür gekriegt, weil die macht Arbeiten, wo du aus einem Anzug, einem Kleid und einem Mantel, jeweils in verschiedenem Design, du dir das aussuchen kannst, auch auf Maß. Und das ist mit ganz vielen Möglichkeiten kann man dann aus, das Konzept heißt aus 3x100. Insgesamt vom Konzept geht das so von der Schiene 30er Jahre Schnittführung bis übermorgen. Die Friendly Society ist ein Modekunst-Kultursalon, fungiert als Kulturplattform, wo wir eben im Bereich Mode, Schmuck, Kunst, Bereich Malerei und Skulptur und eben auch durch einen Salon, den wir zweimal im Monat hier betreiben, sonntags von 18 bis 19 Uhr, eben auch noch das musikalische und Leserepertoire hier präsentieren. Vor 7 Jahren ist dieses Konzept von mir verfasst worden, weil ich einfach selber sehr vielschichtig kreativ arbeite und auch sehr unterstützend wirke, oftmals für andere, so ein bisschen pushy, weil ich sage, nicht nur schnacken, sondern auch machen und schaffe dadurch eigentlich auch wirklich das Netzwerk, was die Leute auch zusammenbringt, was uns ja sehr wichtig ist, wobei auch neue Projekte auch bei entstehen. Also wo Maler, die eigentlich auch wahnsinnig gut Gitarre spielen, mit eben jemand, der hier einen Salon gemacht hat, vielleicht dann auch ein Bandprojekt gründen und dann wiederum ein Designer dafür dann auch die Kostümierung macht oder dergleichen. Oder auch wir viel auch unter dem Deckmantel der Kulturarbeit vielen Leuten auch über die Mode die Angst vor Galerie Kunst nehmen. Das ist so Modell Culture Club. Da gibt es dann jeweils auch immer so Schiebermütze dazu oder Krawatten oder Krawattenschals. Gerade bei dem Dauer windig und man weiß nicht genau, was für Wetter hier in Berlin ist, das super styly und man sieht mit einem Knoten relativ schnell gut angezogen aus. Da kannst du dann eben sozusagen irgendwie den Gürtel dir selber zusammenstellen und dann passend dazu eben dann auch die, wie hier an der Seite dann hängt. Das heißt, das ist Modell Daisy, finde ich auch super gelungen, den Namen irgendwie mit dem Schleifchen. Und dazu gibt es dann passend eben dann auch das Halsband und die Leine dazu. Wir haben ja auch eine kleine Schmucklounge im Keller, im Untergeschoss. Das klingt immer ein bisschen besser. Das sind alles Arbeiten aus einer Sammlung von einer Dame, die einfach auch nicht aufhören kann zu sammeln und wirklich, die hat die größte private Handtaschen- und Modeschmucksammlung Deutschlands. Die hat uns entdeckt und war so begeistert von der Art und Weise, wie wir Mode und Kunst miteinander präsentieren. Wir haben also einen Galeriebereich, wir haben einen Modebereich und wir haben eben auch diese Kultursonntage. Aber das ist, man würde nie einen Modeteil unter ein Bild stellen oder umgekehrt. Wir haben ja immer Freitag, Samstag, Sonntag den Showroom hier geöffnet. Eben auch mit dieser kleinen Kaffeesituation, wo man dann auch ein bisschen außergewöhnliche Sachen irgendwie sich also ausprobieren kann. Da wir jeden ersten und dritten Sonntag eben schon mal ein Konzert hier haben mit dem Salon, sind wir damit eigentlich auch schon mal recht heftig beschäftigt, mit eben Eigenarbeiten auch, da ich ja auch im Design tätig bin. Und wir schrauben gerade schon an der Sache, jetzt aber schon eher Richtung nächstes Jahr, was ein bisschen größer ist. Aber darüber kann ich jetzt leider noch nicht so viel sagen, weil das noch geheim ist.